Also heute berichte ich mal über, tja, die Insatzen sind nicht da, einfach mal über mein T-Shirt. Hier haben wir schön eine fette Sandratte drauf platziert. Fette Sandratte passt natürlich bei meinem Bauch hervorragend, der ist ja dafür wie geeignet. Obwohl, ich fange mal das Video sofort mit einer Frage an, was ihr mir dann nachher mal in den Kommentaren beantworten könnt. Warum heißt überhaupt die fette Sandratte fette Sandratte? Hätte nicht gereicht, wenn die Sandratte nur heißt? Muss man das Wort noch fett nehmen? Dass vielleicht der Besitzer, der Träger dieses T-Shirts jetzt fett ist, das lassen wir mal außen vor. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Also im Groben sieht natürlich die fette Sandratte so aus wie die Ratten bei uns. Ja, so wie wir sie früher im Keller hatten. Aber sie ist doch ein bisschen kleiner, ein bisschen zierlicher. Und in meinen Augen sieht die auch wesentlich possierlicher aus. Hat eine viel spitzere Nase. Nicht so einen dicken Schwanz, sondern ist eigentlich dünnschwanzig. Und vor allen Dingen, im Allgemeinen ist es super lieb. Und lässt, ja, weg ist sie. Und schnell ist sie. Ja, schnell muss sie sein. Sie kommt ja aus Nordafrika, aus der arabischen Halbinsel. Da ist die Heimat. Daher kommt der Name natürlich auch Sandratte, weil sie eigentlich auf sandigem Untergrund lebt. Aber jetzt nicht unbedingt Sand wie im Sandkasten, sondern so eine Mischung aus Wurzeln, Zweigen, so Resten, alles, was so die Natur liegen gelassen hat. So ein Waldboden, sag ich mal, wie ohne Blätter oder wenig Blätter auf dem Boden. Alles, was man da hat. Wir haben ja natürlich ein gängiges Einstreu gegeben, aber zum Sandbaden hat sie natürlich da hinten eine schöne Ecke. Da kann sie prima drin sandbaden, wenn sie das möchte. Macht sie 2-3 Mal am Tag. Aber sonst ist natürlich ein saugfähiger Boden immer gut. Sie ist an allem interessiert. Sie sucht Spielzeug. Sie läuft auch gerne im Laufrad. Ganz wichtig, Laufrad hatte ich, glaube ich, schon mal besprochen. Laufräder müssen einen sehr großen Durchmesser haben. Wichtig, warum? Ich sehe das immer noch, dass einige Tiere in so ganz kleinen Laufrädern rumlaufen. Ja, die haben immer einen krummen Rücken da drin. Und wenn wir immer mit einem krummen Rücken rumlaufen, kriegen wir ein Rückenleiden. Möchten wir natürlich nicht, dass das unsere Tiere haben. Und ganz wichtig ist es natürlich auch, dass die Laufräder ganz leicht laufen und geräuscharm. Vielleicht wisst ihr noch aus eurer Jugend, wenn oder fragt mal eure Eltern, die kennen ganz sicherlich noch die Laufräder. So, ich hatte die früher bei meinen Hamstern drin, so ein Metalllaufrad, da drehte und da der Hamster dann auch noch nachtaktiv war, quietschte das Laufrad ewig vor sich hin. Und ja, als Kind konnte ich gar nicht dran mehr schlafen. Ich weiß das wohl noch, aber ich weiß, dass ganz viele das vergessen haben und wollen trotzdem Hamster haben. Gott sei Dank haben wir heute Laufräder. Ja, die sind einen Tick teurer, aber die sind kugelgelagert und laufen geräuschlos. Da ist das egal, wenn der Hamster mal nachts eine Runde dreht. Bei der Sandratte ist natürlich viel schöner. Die ist also nachtaktiv auch, aber nur bedingt, aber genauso tagaktiv. Wir sehen sie auch hier. Sie ist also lustig unterwegs und sucht sich also gerade aus, was sie fressen mag. In der Natur gibt es kein Obst, ist sie also überhaupt nicht gewohnt, denn sie wohnt ja in einer wüstenähnlichen Gegend und da sind Obstbäume gar nicht möglich. So ein bisschen kleine Gemüsepflanzen, Wildpflanzen in der Natur. Wir können ihn natürlich mit unseren Gemüsepflanzen ernähren. Und wie wir hier eben gemacht haben, hier so einen schönen Teller hier mit verschiedenen Gemüse, wo sie gerne dran knabbern. Und hier ein Kräutermix, das ist ganz wichtig. Und dieses trockene Kräutermix, das ist also wirklich so ähnlich, wie es in der Natur vorkommt. Allerdings in der Natur fangen die sich natürlich auch jedes Insekt, was sie kriegen können. Und da kann man also einfach mit so einem Proteinkraftfutter kann man da nachhelfen. Ihr dürft da natürlich auch gerne mal eine Fliege fangen oder einen Wurm oder eine Schnecke reintun. Muss man einfach ausprobieren. Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Jeder isst was anderes. Machen wir ja auch. Und dann mal anbieten. Das heißt, eine schön ausgewogene Ernährung. Ganz wichtig aber, eben ohne Obst. Die Tiere neigen total dazu, Zucker zu kriegen. Und wenn die zuckerkrank werden, ja, dann müssen wir die behandeln, das ist ein Riesenaufwand. Können wir uns alles sparen. Einfach kein Obst. Und
auch keine Banane. Bei Banane weiß ja nicht jeder, ob das Obst oder Gemüse ist. Banane ist so nährstoff- und so zuckerhaltig, das geht gar nicht. Das ist also gar nicht gut für die Ratte. Die Ratte schaut, anders als viele anderen Kleinsäuger, dreidimensional. Wir haben ja immer wieder verschiedene Säugerarten, die können nur zweidimensional denken. Wenn man die auf eine Tischplatte setzt, läuft die bis zum Ende und fällt einfach runter und verletzt sich. Sie kann dreidimensional denken. Das heißt, selbst wenn wir hier ein paar Äste noch reinmachen, werden wir sehen, dass sie da drauf hin und wieder rumklettert. Ist nicht ganz ihr Lebenselixier, können wir ihr aber als Abwechslung anbieten. Die läuft dann einfach über die Zweige und sucht. Ja, was sucht sie? Immer Futter. Die sind natürlich in der Natur immer unterwegs und suchen nur Nahrung, alles Mögliche, nur Obst. Und so weit werden sie nicht finden, sondern es bleibt bei Gemüse, bei Insekten, vielleicht mal eine kleine Echse, die sie überwältigen können, oder eine Jungschlange, die gerade geboren ist. So was könnte natürlich passieren. Aber sonst geben wir denen natürlich auch abwechslungsreiches Futter, was wir anbinden, was sie nicht direkt wegschleppen können. Das heißt, sie können wohl spielen, sie können daran fressen, aber sie müssen auch mal reißen, sie müssen auch mal kämpfen. Wir müssen auch ein bisschen Muskeltraining für unsere Haustiere machen, damit die sich einfach wohlfühlen bei uns zu Hause. Das ist natürlich ganz wichtig. Sandratten, wie das ja schon sagt, wenn ich auf Sand lebe, muss ich natürlich sehr weit laufen, um was zu essen zu kriegen. Und die leben nicht nur auf Sand, sondern die Gegend ist natürlich auch uneben beschaffen. Da gibt es natürlich Korkstücke drin oder Äste, da gibt es auch Steine, da gibt es unterschiedlichen Boden. Also man darf nicht immer so die Wörter so perfekt auslegen und jetzt womöglich nur einen ganz feinigen, sandigen Boden da reinmachen, womöglich staubt er auch noch und die kriegen eine Augenentzündung. So was machen wir natürlich nicht, sondern wir gestalten ein Terrarium so, dass das auch lebenswert ist, dass das Tier was zum Laufen hat. Ja, und Laufen ist das richtige Wort. Wir haben die hier im 1,50 Meter großen Terrarium, also viel kleiner sollte es nicht sein. Die Ratte möchte sich auch bewegen. Wir haben hier eine Ratte mit drei Jungen drin. Und das ist natürlich damit voll ausgebucht, auch wenn gerade alle weg sind. Die sind im Häuschen. Ja, die mögen vielleicht die Kamera nicht, aber ihr habt sie ja schon gerade auf den Bildern gesehen. Wir blenden die auch immer wieder ein, sobald wir sie wieder sehen. Ist natürlich ein Beobachtungstier, ist kein Kuscheltier. Muss ich nicht den ganzen Tag streicheln. Klar, wenn die zahm sind, kommen die auch gerne alleine auf Hand. Der beste Trick ist natürlich füttern. Man ist dabei und füttert kleinere Stückchen. Man sieht ja nachher, was sie gerne fressen. Dann legt man sich nachher so ein Stückchen auf die Hand, hält die Hand ganz still im Gehege und tut einfach was drauf. Später nimmt man das in den Finger über die Hand, dann muss sie ja drauflaufen. Und irgendwann an der Ecke musst du ganz drauflaufen. Und am dritten, vierten, fünften Tag, da sitzt sie schon auf der Hand und wartet, dass sie wieder ein Stückchen zu fressen kriegt. Und so wird sie ganz zahm. Und danach kann ich sie dann auch ganz vorsichtig anfassen. Und irgendwann mal wird sie schon ein bisschen kuschelig, ist aber eigentlich kein richtiges Kuscheltier, ist schon mehr ein Beobachtungstier. Und wir wollen ja natürlich ein Gehege geben, was von der Größe reicht, dass sie sich ausreichend bewegen kann. Also eben auf ebener Erde oder eben mit einem starken Laufrad ausgestattet. Jetzt lebt natürlich die Sandratte in einer Gegend, ja, wüstenähnlichen Gegend. Die ernährt sich also da auch viel von kakteenähnlichen Pflanzen. Das heißt, die knabbert die auf. Es ist da immer sehr, sehr warm. Nicht so warm wie unsere Wohnung, die ist ja eigentlich warm, aber manchmal für die Sandratte einfach noch zu kühl. 25 Grad wäre schon eine Temperatur, die sie haben möchte. 28 geht auch noch. Viel wärmer brauchen wir nicht machen, auch wenn sie das verträgt. Höre ich immer die Geschichte, ja prima, ich habe bei uns schön an der Südseite habe ich ein Fenster, da kann ich sie hinstellen und stell die dann da in die Sonne. Nee, in der Sonne gehört überhaupt gar kein Tier rein, selbst ein Wüstentier nicht. Wir haben hier ein Glasaquarium, das staut Wärme und da ist ruckzuck 50 Grad drin, dann ist ihr Tier tot. Das geht nicht. Wir stellen also immer Tiere in schattigen Ecken, wo man also nicht der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Vielleicht kann man in eine Ecke kurz mal abends die Sonne reinscheinen, dann muss aber gut sein. Besser wäre, wir beleuchten das Terrarium mit einer UV-Lampe, die also dann Sonnenlicht wiedergibt und eine Wärmelampe oder man kann sich auch eine Rotlichtlampe draufsetzen, die dann womöglich über so einen dicken Stein, den wir da drin haben, Temperatur messen. Man legt auch mal ein Thermometer auf den Stein, bevor die Ratten reinkommen. Wie warm da ist auf den Stein, sollte nicht über 30 Grad sein.
Da legen sich die Ratten dann gerne mal drauf und machen ein Sonnenbad. Das ist also auch ganz spannend und das ist natürlich auch gut für Energie auftanken, um wieder Gas zu geben. Das heißt, wir wollen ja, dass unseren Tieren alles super gut geht. Und neben dem Trockenfutter, ach, da ist sie schon wieder weg. Gerade war sie da, ah, da kommt sie wieder gucken. Wollte sich was holen, aber die kennt diese viele Bewegung hier vom Nagarium gar nicht so, dass hier immer welche hin und her laufen, sondern die müssen ja noch eingewöhnt werden. Die warten ja darauf, einen Besitzer zu finden, der sich dann um die Tiere kümmert und wo sie in wenigen Tagen ganz super zahm sind. Wir sind ja jetzt gerade erst hier angekommen. Ich habe gedacht, die muss ich euch einfach zeigen, weil sowas ist also ja mal ein ganz tolles, mal ein anderes Tier. Das ist nicht Goldhamster, Meerschweinchen und Kaninchen, sondern wir sind ja bekannt dafür, dass wir auch mal außergewöhnliche Tiere haben. Und die stelle ich euch natürlich gerne vor, damit ihr euch die angucken könnt. Wir haben die regelmäßig im Geschäft. Ihr könnt natürlich auch vorbeikommen, euch die angucken. Was noch ganz wichtig ist, wenn die mal ein paar Tropfen Wasser kriegen, ist okay. Aber eigentlich macht man da kein Schwimmbad rein. Die baden gar nicht, zumindest nicht im Wasser, sondern nur im Sand. Eigentlich kann man, wenn man ausreichend Grünkosternährung macht, ganz auf die Gabe von Wasser verzichten. Das ist immer so eine kritische Sache. Wenn genügend Grün da ist, also Gemüse, nur Gemüse, nicht anderes, kein Obst, hatte ich schon gesagt. Wenn ausreichend Gemüse da ist, ist die Flüssigkeitsversorgung über den Gemüse ausreichend. Wenn nicht Gemüse ausreichend gefüttert wird oder unsicher, dann vielleicht eine Trinkflasche reinhängen, aufpassen, dass sie nicht tröpfelt. Also zu viel Wasser mögen die auf gar keinen Fall. Die meisten, die ich kenne, halten die ganz ohne Wasser geben. Denn eben ein Tier, was in der Wüste lebt, da regnet es schon mal 3 Monate nicht. Da gibt es dann kein Wasser. Und damit versorgen die sich ganz komplett aus den Pflanzen, die Feuchtigkeit. Und das reicht aus. Und wenn man das anders macht und denen ganz viel Wasser immer zur Verfügung steht, haben die Organprobleme. Da ist einfach viel zu viel Flüssigkeit im Bauch. Da kriegen die Durchfall. Das ist also nicht gut. Also mit Wasser ganz vorsichtig. Und grundsätzlich muss an jedem Nagarium eine Querbelüftung sein. Die Tiere koten und urinieren natürlich ins Terrarium rein. Wo sollten sie das auch sonst hin machen? Und da würden sich Ammoniakdämpfe bilden. Und in der Höhe reicht die Querbelüftung aus, dass die rausgelüftet werden. Aber er darf nicht an einer Zugluftstelle stehen. Zugluft kann gar kein Tier vertragen, können wir auch nicht vertragen. Achtet darauf, dass er nicht genau da, wo immer Querbelüftung in der Wohnung ist, genau die Querbelüftung übereinstimmt. Das wäre überhaupt nicht gut. Wir haben natürlich auch oben noch ein Belüftungsgitter drin. Die Ratten klettern eigentlich nicht so hoch. Wenn das Terrarium so hoch ist, können sie nicht raus. Sie neigen nicht zum Springen. Und dann könnte es auch oben offen sein. Wäre für die Belüftung besser. Allerdings natürlich auch für die Temperatur schlechter. Denn dann haben wir automatisch Raumtemperatur. Also dann müssten die in einem schön geheizten Raum sein und eben eine gute Rotlichtlampe haben, dass sie auch wirklich ausreichend Wärme haben. Also mit der fetten Sandratte habe ich euch heute mal wieder ein Exot hier vorgestellt, der natürlich nicht hier heimisch ist, auch hier nicht überleben kann. Also draußen aussetzen, draußen halten, geht bitte nicht mit denen in den Garten, womöglich zum Spielen. Wenn die Tiere weglaufen, werden die nicht bei uns in Deutschland überleben. Die Tiere können ja so bei uns problemlos 3 bis 5 Jahre alt werden. Das Leben würde natürlich drastisch verkürzt. So oft wie es bei uns in Deutschland regnet oder im Winter ist es natürlich viel zu kalt, würden die armen Tiere erbärmlich sterben. Das heißt, das ist ganz klar ein Wohnungstier. Die halten wir in einem Nagarium. Da sind sie sicher aufgehoben und wir haben da unseren Spaß dran. Tierhaltung sollte man immer so machen, dass das Tier dann nicht nur gehalten wird, sondern dass es dem Tier gut geht. Und die Haltung von Exoten wird ja auch immer wieder mal angezweifelt von irgendwelchen militanten Gruppen. Klar müssen wir Wissen haben über Exoten, damit wir überhaupt wissen, was passiert, wenn die irgendwo aussterben. Dann muss man wissen, was fehlt denn, welchen Bedarf haben die, um in der Natur, die der Mensch überall zerstört hat, auch wieder zu verbessern, um Tiere wieder zurücksiedeln zu können. Das funktioniert nur, wenn ein ausreichendes Grundwissen dafür da ist. Und das haben, glaube ich, ganz viele Hobbytierhalter. Und das ist ein ganz, ganz wertvolles Wissen. Das wollen wir behalten und diese Tiere wollen wir natürlich auch behalten, weil das also ganz wichtig ist für unser Verständnis zur Natur, zum Tier. Und Tiere und Natur, da gehören wir auch zu.
ein schönes Leben, ein Zuhause ohne Tier, kann ich mir gar nicht vorstellen. Er ist eine Bereicherung und nicht nur Tiere werden sozialisiert, sondern wir werden auch sozialisiert mit Tieren. Menschen, die zu Hause Tiere halten, sind viel ausgeglichener, sind viel kontaktfreudiger als andere Menschen. Also Tiere und Kinder ist die richtige Verbindung, aber nicht jedem Kind kann man ein Tier in der Hand geben. Einem Kind muss man erstmal beibringen, Tiere zu beobachten, Tiere zu verstehen und dann kann man mit der Sache mal ein bisschen näher kommen. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich habe mir ganz viel Mühe gegeben. Wie immer, die nächsten Videos kommen nächste Tage. Wir sehen uns dann wieder. Ihr schreibt mir ja immer wieder rein, welche Tiere ihr sehen möchtet. Ich gucke immer, dass ich das kriege. Aber seid bitte nicht traurig, wenn euer Wunsch nicht sofort nächste Woche erfüllt wird. Da sind ganz viele, die immer fragen. Ich gucke immer, dass ich was Schönes für euch finde. Wir sehen uns nächste Tage. Tschüss.